Hallihallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Heute gibt es wieder mal eine reine Premium-Folge und zwar möchte ich mit dem AT-15A, das ist dieser Knubbel hier vorne, mal ein paar Ründchen drehen, denn ich bin jetzt endlich weg von meinen deutschen Premium-Jägern. Ich habe meine Mannschaft für den Jagdpanther 2 soweit abgeschlossen. Und jetzt kommen die britischen Jäger dran. Ich werde also irgendwie die Jäger nicht los, obwohl das eigentlich überhaupt nicht unbedingt so meine Gattung von Panzer ist, mit denen ich ganz gerne unterwegs bin. Aber naja gut, es muss halt eben sein. Ja, AT-15A. Viele Leute werden den wahrscheinlich nicht kennen, weil sie auch mit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht die AT-Linie von den britischen Jägern fahren. Ich gehe mal eben kurz gemeinsam mit euch in den Forschungsbaum. Also der AT-15A ist immer noch frei zu kaufen. Das ist ein Tier 7 Jagdpanzer mit limitiertem Matchmaking. Der kommt im Endeffekt logischerweise, wenn man den AT-7 hat, ist die einzige Möglichkeit, den kann man so kaufen, so rum, ist ja nicht frei zu erspielen. Den muss man kaufen, hat aber den Vorteil, dass ich beide, also nicht nur den AT-7, sondern auch die Challenger Crew, damit komplett bis Stufe 10, also hier hinten dann zum FV215B, beziehungsweise dem FV4005, durchskillen kann, denn der AT-15 hat 6 Besatzungsmitglieder. Das ist ganz wichtig, gerade für die AT-7-Reihe. Ich habe es von mir festgestellt, den AT-6 habe ich seltsamerweise mehr spielen müssen als eigentlich den AT-7. Beim AT-7 bin ich ziemlich zügig durchgekommen, warum auch immer, keine Ahnung, also freie Erfahrung oder so habe ich da nicht für gebraucht. Aber na gut, also irgendwie war ich mit dem AT-7 relativ zügig durch. Möglicherweise habe ich da so ein paar Fünffachaktionen, Dreifachaktionen für den ersten Tagessieg und so weiter und so fort. Damals ein bisschen genutzt. Ja, wie gesagt, AT-15A hat eigentlich ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem AT-15. Das ist dann der Tier 8 aus der AT-Reihe. Ne, fängt der AT-2, AT-8, AT-7, AT-15, dann kommt Tortoise und dann kommt irgendwann der FVB an. Aber wie gesagt, man kann auch die Reihe hier vorne durchspielen. Und zwar fängt das ja mit dem Archer an, dann kommt Achilles, Challenger, Charioteer, Conway und dann der FV4005. Ja, und AT-15A wäre die AT-15. Reihe im Endeffekt schon mal gespielt hat, also beginnend hier vorne. Der weiß auch, wie sich ein AT-15 im Endeffekt verhält. Das ist ein Panzer, der ziemlich langsam ist, also eigentlich typisch britisch. Der Panzer hat eine extrem krasse Panzerung für die Tierstufe, also man muss schon genau wissen, wo die Weakspots bei dem Teil sind, ansonsten ist das Ding echt richtig herbe gepanzert. Klassische Weakspots, wie bei solchen Panzer immer, natürlich die Kommandantenluke, aber hier oben auch die MG. Lafette, wenn man so möchte. Hat einen relativ bescheidenen negativen bzw. positiven Richtwinkel. Also die Kanone geht nicht viel weit nach oben und nach unten. Aber man hat, weil man halt eben so statisch ist, man ist halt sehr, sehr langsam, einen extrem guten Richtbereich. Das heißt also, die Kanone geht ziemlich weit von hier, aber auch nach hier. Das ist eigentlich schon ganz okay. Vom reinen Spielverhältnis her, beziehungsweise vom Spielverhalten her, sollte man ihn sehr, sehr weit hinten spielen. Also es ist ein absoluter Distanzkämpfer. Ziemlich hohe Feuerrate, das kann man auch schon mal im Vorfeld sagen. Relativ geringen Alpha-Damage für Tier 7 Jäger, also da gibt es deutlich bessere. Aber wie gesagt, das Gleichgewicht macht es möglich, die Panzerung ist schon nicht ohne. Ja, und auf diese Runden mit dem AT-15A möchte ich euch ganz gerne heute mitnehmen. Ich denke mal, so 3-4 Ründchen werden wir auf jeden Fall schaffen. Und dann wollen wir mal loslegen und gucken, wie wir uns denn so schlagen. Von der Durchschlagskraft der Kanone vielleicht nochmal eben kurz noch ein paar Infos. Die ist nicht so besonders gut. Hat aber auch wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal zumindest an, hat aber auch wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, weil der Panzer halt für seine Tierstufe schon ziemlich gut gepanzert ist. Zumindest was die Frontpanzerung angeht. Von der Seite und von hinten, wie jeder Panzer mit einem nicht drehbaren Turm, eher bescheiden. So, wir sind dann an dem T8-Gefecht gelandet. Haben im Gegnerteam 2 8-8er Jäger. Da komme ich zum Beispiel überhaupt nicht von vorne durch. Ansonsten IS-3 wird schon schwierig. T34 durchaus möglich. Tiger 2 ja. T34-3
bedingt. T44, no. Oni TKP, SU100M1. Die 100M1 könnte schon schwierig werden. Und jetzt aber jetzt doch nicht alle bitte dahin, wo ich bin. Ach Mann, ey. Ihr Lowbobs. Aha. Naja, gut. Skoda T25 scheint eine Runde zu fahren. Und da sieht man diesen echt krassen Richtbereich hier. Zack. Gekettet. Dann schießen wir den nochmal runter. Jetzt sieht man hier die hohe Feuerrate. Die ist schon nicht ohne. Man kann also auf dem Ziel bleiben. Und bei 4 Sekunden Reload ist das Ding eigentlich schon fast so gut wie gerissen. Wenn er denn dann jetzt nicht irgendwie kurzzeitig sich die Kette selber gezogen hat oder wieder hergestellt hat. Ansonsten könnte ich den Uni jetzt wahrscheinlich runterschießen. Ich bleib jetzt einfach mal da stehen. Mal gucken, vielleicht hab ich ja Glück. Irgendwann muss er ja aufhören. Geht aktuell nicht mehr auf. Der steht da nicht mehr. Er ist schon zu weit weg. Ach, einen Schuss machen wir noch. So. Da steht was, da komme ich aber aktuell nicht dran. IS-3. T34-3, da hinten komme ich auch nicht dran. Wir stehen hier alle sehr, sehr passiv. Was der M6 hier hinten macht, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die 8-8er Jäger stehen da hinten, okay. Wie sieht's denn? Oh, meine Tarnung ist vielleicht ein bisschen... Könnte ein bisschen besser sein. Ich könnte natürlich jetzt so mutig sein, um das Gebüsch hier vorne links zu fahren. Ach, der T34 steht hier auch noch. Wow, okay. Also wir haben eine IS-3, eine Uni und einen Super Pershing hinten. Ich denke, das sollte reichen. Der T34 kann ruhig gerne rüber. Okay, das ist der 34er. Tja. IS-3 geht nach vorne, okay. Da ist der 8-8er Jäger. Komme ich da dran? Wahrscheinlich nicht. Schade, schade, schade. Wir müssen noch ein Stückchen nach vorne gehen. Aber da werde ich keine Chance haben. Ha, IS-3 vielleicht so. Wenn ich mal ein bisschen nach hier bewege. Sieht dort aus? Ja, das müsste eigentlich passen. Aha. Da ist der Herkunft 4. Oh, da war er. Shit, zu langsam. Oh, die IS-3 ist schon da oben. Schade, kann ich auch nicht drauf wirken. Ah, da haben wir doch was. Da stehen die beiden 8-8er da hinten. Ja, einen habe ich schon runtergeschossen. Das ist natürlich die Frage. Da oben ist der Uni. Würde mich immer interessieren, ob ich den irgendwie hätte runterschießen können. Jetzt bin ich mal ein bisschen wagemutig. Und nochmal genau das, was man mit dem Jäger eigentlich nicht machen sollte. Aha. Hier ist der AFK rum oder was? Auch nicht hin. Es ist der 8-8er. Der eine 8-8er ist zurückgefahren. Okay, dann werde ich jetzt mal nach vorne gehen. Die 5-1 kann man ja schon mal machen. Die S3 da rechts. Vielleicht habe ich Glück, dass ich die S3 von hier hinten ein bisschen beschießen kann.
steht doch der Tiger P. Komm ich da dran? PS3 ist auch wieder zugegangen. Jawohl. Hier ist drei, da hinten ist auf. Weiß nicht, ob ich da dran komme. Probier's einfach mal. Nein. Komme nie dran. Wenn ich dem jetzt die Kette ziehen könnte, ja, das wäre natürlich herrlich. Nee. Shit. Sieht er mich nicht oder was? Ist er blind oder wie? Jawohl. Sehr schön. Sehr schönes Ding. So, dann wollen wir mal gucken, wenn wir mal ein bisschen hier vorne rumdüsen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir da vorne ein bisschen was machen können. Oh, ich gucke auf jeden Fall schon mal auf die PS3. Werde ich jetzt versuchen, doch noch mal ein bisschen Tarnung zu bekommen, während ich da auf den Dorf pfeffere. Upsi. Wirklich sehr atypisch, was ich jetzt hier gerade mache, dass ich mit dem Jagdpanzer nach vorne fahre, aber mitunter kann man das mit dem AT-15 auch mal machen, denn die Panzerung ist wirklich nicht ohne. Jetzt kommt die IS-3 da vorne rum und was? Oh. Ich bin auf. T-34 steht hier hinten. Da sieht man schön. Oh, ich bin auf. Oh je, wo steht der denn da? Da hinten stehen. Ach da. Der Super Flashing könnte den noch wegstecken. Rein nach vorne geht, verstehe ich jetzt zwar nicht, aber gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, nicht so die ganz normale Premium-Runde, wie man sich das so vorstellt. Also wir standen am Anfang zwar schon relativ weit hinten, aber irgendwie hat sich auch keiner von unserer linken Front da zu bereit erklärt, ein bisschen was nach vorne zu machen. 887 Schaden ist eigentlich viel, 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 viel zu wenig. Gut, er natürlich ja auch. Puh, okay. Naja, egal. Immerhin 41.000 Credits kriegen wir auf unser Konto gut geschrieben und das ist ja auch schon mal die halbe Miete. Ja, so, nächste Runde. Neue Runde, neues Glück, sozusagen. Ein Tier 7 Gefecht.
Ja, was kann man machen? Man könnte sich jetzt links positionieren. Dann würde ich versuchen, erstmal, ich sag mal, irgendwo so auf G2 zu kommen. Oder aber auf K3. Tja, da oder da. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Zwei Heavys. Auf geht's! Drei Heavys. Und noch ein AT-8. Ja, ich gehe mal hier. Ja, Tier 1 oder hier unser erster Zug. Natürlich besonders gut. Ein Vierers-Count. Da wundert man sich, warum man in ein Siebener-Gefecht kommt. Das ist einfach normal. Aber wenn man dann mit... Ach, egal. Vier Heavy und zwei Vierer-Scouts und ein Vierer-Heavy. Was für useless Babes. Egal. So. T67 ist da. K95 Tiger P geht nach vorne. Okay. Ich bleib erstmal hier hinten. Hab da so eine böse Befürchtung. Eine Menge anzukommen. Wenn wir mal hier mal ein bisschen versuchen, das Ganze aufzuhalten. Ich hege zwar die Befürchtung, dass da nicht viel kommen wird. Also dass wir nicht viel auf die Reihe kriegen, aber wir probieren es. Kette gezogen, jetzt noch mal runterschießen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, erstmal muss der Siebener hier weg. Ganz wichtig. Die beiden Siebener müssen weg hier. Ich hoffe, die links oben geben jetzt gut Gas. Ich vermute aber, dass sie von links hinten kommen. Sehr schön. Ja, Panther von links. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Tiger 1 rauscht von da hinten an. So. Voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Ach, es steht 4:11. Ja gut, da können wir auch nicht mehr viel reißen. Ich mag diese hohe Feuerrate bei dem Teil. Ach, shit. Wir sind bewegungsunfähig. Wirkungstreffer. Der geht nicht durch. Wirkungstreffer. Ach, Mann. Schade, schade, schade. Der ging voll durch.
Ach, shit. Shit. Oh, da cappen ja doch zwei. Boah, das wäre natürlich richtig nice. Wenn wir das jetzt gewinnen würden. Die beide sind full life, haben wahrscheinlich noch nichts Großartiges gerissen, aber die cappen das Ding jetzt. Hahaha. Sehr schicki. Hihihihi. Too late. Sehr schön. So. Oh, wir haben Großkleber gemacht. Das war ja auch nicht besonders schwer. Da stand ja ziemlich was. Ach du Kacke. Okay, 450 im 6KV2. Nicht einen einzigen Schaden. Schade. Immerhin hat der 287 gespottet. Ne, der Teufel. Okay. Na gut, 2366 Schaden. Das ist schon eher so eine Größenordnung, mit der man leben kann. Schaden abgewehrt durch Panzerung. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber da stand nicht mehr so ganz viel. Aber nichtsdestotrotz, es sind wieder 54.500 Credits, die aufs Konto gespielt werden. Yeah. So. Neue Runde, neues Glück. Heute läuft es irgendwie seltsamerweise gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn die Teams dann doch etwas bescheiden aufgestellt sind. Aber nun gut. So. Erneut Tier 7. Hier. Jagdpanther AT8 im Gegnerteam. Tja. Das ist ja jetzt eine Map, da muss man ein bisschen fahren. Sollte man zumindest. Ich werde aber trotzdem versuchen, so wenig Strecke wie möglich hinter mich zu bringen, denn das Gegnerteam, als auch wir haben keine Arti. Das heißt, ich kann mich ruhig statisch irgendwo mal ein bisschen hinstellen. Ich glaube, ich werde erstmal hier vorne bleiben. Na, ich sag mal so. Da kann ich in der Mitte noch aufgemacht werden. Schießt denn schon hier wie so ein Haro? Ich glaube erstmal hier. Komm ich da runter? Ja, das passt. Okay. Natürlich jetzt blöd, wenn von links vorne einer kommt. Genau wieder der Type. Jetzt wollen nicht ernsthaft die beiden Big Heavies hier vorne Gas geben oder was? Ja gut. Komm. Das. Ich sehe da schon wieder, dass das nichts bringt, also gehen wir mit nach vorne. Unsere Scout-Kollegen. Ach, da oben. Okay. Erst zwei ist da hinten. Ich glaube, ich sollte aber eher hier unterstützen als da. Da sind drei Siebener am Werk. Chef hier auf den IS-2, das bringt doch nichts. Da hinten steht ein Jagdpanther. Ja, gucken wir doch mal, ob wir da gleich ein bisschen was machen können. Ja, schieß ruhig auf mich, kein Problem. Der ging voll durch ihre Panzerung. Da hinten ist ein KV-1. Wirkungstreffer. Was
hat da schon ein bisschen mehr weh. Okay. Shit. 2 zu 6, das wird schon wieder nichts. Was macht der Lux denn da hinten? Ja, völlig falsch aufgestellt, das Team. Völligstens falsch. Ein bisschen. Oh, 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 das geht ja mal richtig glimpflich in der Buchse hier. 3 zu 11. Na, als hätte ich vorhin nicht gesagt, das würde einigermaßen gut laufen. Oh, weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Aue. Och Mann, oh. Jetzt ist noch die Kette weg. Ich bin mal wieder letzter Überlebender, ist klar. Es ist so klar. Ja, das ist natürlich ein bisschen echt blöd. What? Wie, der AT-8 hat mich weggehauen? Okay. Ja, schade, schade. Hätte eigentlich schöner laufen können, aber naja gut. Was will man machen? 1652 Schaden, hier unser 1. Das ist schon wieder so Klassiker. Schade, 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 einfach nur. Aber es war eigentlich schon selbsterklärend. Und hier sieht man einfach Schaden abgewehrt durch Panzerung 1605. Ich habe einfach mal so viel Schaden, wie ich ausgeteilt habe, auch eingepackt. Mit halt dieser tollen Panzerung von dem AT-15A. So, mal eben kurz einen kleinen Blick auf die Uhr. Was können wir noch machen? Geht noch eine Runde? Ja, eine geht noch. Eine kriegen wir noch auf Reihe. Wiener Tier 7. Tja. Geht man jetzt auf K0 oder J0, ist es natürlich schön, wenn man die Distanz vorne hat, aber wenn die in der Stadt das nicht auf die Reihe kriegen, dann hat man auch so vornherein 2 Fronten. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Und Gegnerteam hat 3 Artis. Ich glaube, ich werde in die Stadt gehen. Ja, doch, ich glaube, ich werde in die Stadt gehen. Und zwar gehe ich auf... ich gehe auf G1. Jackson, komm mit Stuck und... es geht. Achso, doch, es geht ein paar Jahre ganz nach oben. Einen einzigen Heavy nur. Die Gegner haben auch ein Heavy. Ne, haben 2, 3 Heavy sogar.
sieht von der Teamverteilung her nicht besonders gut aus. Was die hier hinten machen, verstehe ich nicht. Ist der erste Siebener von denen schon mal Geschichte. Kritischer Treffer! Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh. Auf geht's. Druck machen hier, Babes. Sehr schön. Jetzt können wir hier durch die Mitte rein. Ich scout mal ein bisschen eine mit hier. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schade. Neun zu sieben. Aus 10-29, machen wir das auch hier. Aha. Okay. Gut. Version 122-44 wird wahrscheinlich... Ah, alles klar. Wollte gerade sagen, nämlich auch zurückfahren. Los, fahr mal zurück. Lass mal den Onkel mit Tarnung. Ach, mit Tarnung sag ich schon, mit Panzerung vorne. Der V304 scheint hier werkeln zu wollen. Wirkungstreffer. Und tschüss. So, jetzt muss ich ein bisschen von der V304 in Acht nehmen. Eine extrem schnelle AD, das heißt, ich kann auch... Ich wollte sagen, jetzt erzählt mir noch nicht, dass ich dich hinkriege. Der V304 könnte natürlich auch rechts über die Nulllinie auslaufen. Ja, es war nämlich klar. Die wird hier irgendwo stehen. Oder da. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass die Runde so gut verläuft. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich meine, ich glaube, so viel Schaden habe ich jetzt nicht besonders gemacht. Aber schon wieder siegreich. 977 Schaden, 3 Kills diesmal. Schade, schade, schade. Nichts abgewehrt, 13 Schüsse, 12 davon im Ziel, aber dann ist nur 9 mit Durchschlag. Aber gut, egal. Man sieht auch mit einer, sag ich mal, naja, so
Ja, so, lala Runde. 32.300 Credits mit Premium, 20.300 wären es ohne Premium. Also für den Fall, dass ihr euch, wie gesagt, mal ein bisschen für diese AT-Reihe interessiert und auch, oder vielleicht sogar überlegt, die AT-Reihe zu spielen, ist eine sehr lustige Reihe. Man muss aber auch ganz klar sagen, man braucht sehr, sehr viel Ruhe für diesen Panzer, denn, und vor allen Dingen auch Geduld, denn man ist halt wirklich nicht schnell. Man muss sich wirklich, wie bei zum Beispiel einem TOC oder bei einem OI, überlegen, auf welche Seite des Schlachtfeldes fahre ich. Denn ihr habt keine Chance, mal eben kurz auf die andere Flanke zu rüber zu huschen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber ansonsten, wie gesagt, ein Panzer, den ich wirklich empfehlen kann, wer die AT-Reihe fährt oder fahren möchte, der sollte sich so ein Ding auf jeden Fall zulegen. Das ist schon wirklich, da kann man schon mit leben. Macht schon auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Ja, liebe Freunde, so, die Zeit ist zwar noch nicht ganz um, aber ich denke mal, an dieser Stelle machen wir schon mal ein kleines Folgenende, denn wir wollen es ja nicht hier ganz auf die Spitze treiben und nochmal eine Runde hinten dranhängen. Lief ja heute eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitfahren. Hoffe, war einigermaßen interessant. Ja, wenn ihr Wünsche, Frage, Anregung habt, natürlich immer ganz gerne unter dieses Video. Und dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit was, mit wem und wo bleibt noch erstmal offen. Bis dahin, reingehauen und tschüssing!